Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Bärensee. Und das ist mein erstes Mal, wo ich jetzt mal so ein bisschen eine, ja, wie soll ich sagen, Hochseefischerei-Simulation jetzt hier mal starten werde. Ich werde aber die Fahrt, die ich mit meinem Schiff hier machen werde, mein kleines Paddleboot, nicht in voller Länge zeigen, sondern ich mache nur mal so einen kurzen Eindruck hier zeigen und so. Ja, was man so unter anderem machen kann. Ich habe das Tutorial schon mal ein bisschen gespielt, um mal so ein bisschen die Steuerung kennenzulernen und was man so machen kann und so weiter. Deswegen habe ich jetzt diesen Anfang von, ich weiß gar nicht, ich glaube über eine halbe Stunde oder so übersprungen. Und ich zeige halt nur mal so ein paar Kleinigkeiten. Ja, am Anfang ist das hier mein erstes Schiff. Da kann ich also noch nicht so viel mit anfangen. Und da hinten ist so eine rosa Markierung. Da hat letztes Mal dieses Tutorial aufgehört. Und von dann aus bin ich dann jetzt bis hier an dieser Stelle schon mal weitergefahren, um ein bisschen was zu überspringen. Auch so eine kleine Ecke dauert halt ein bisschen. Und ja, da muss man wirklich Zeit mitbringen, wenn man jetzt, ich sag mal, 2 Kilometer rausfahren will aufs Meer, um dort jetzt zu angeln und so weiter. Braucht man für die 2 Kilometer mit diesem kleinen Boot, ja, ne, da braucht man halt einiges an Minuten, um dorthin zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich fahre halt ein bisschen, dann schneide ich halt immer den Weg und dann sieht man halt dann wieder, wie ich da angekommen bin und so weiter. Ja, und ansonsten muss ich sagen, in den ersten Minuten hat mir das schon mal viel Spaß gemacht. Das spielt in Norwegen, dieses Spiel, und die Häfen und so gibt es halt wirklich, die hier aufgelistet sind. Die werde ich dann halt etwas später auch noch mal so ein bisschen ja, zeigen, in so einer Art Schnelldurchlauf. Und ich habe halt links ein kleines Menü. Rechts habe ich ein kleines Menü, die kann ich halt mit L2 oder R2 ausblenden, wenn ich will. Ganz oben rechts sieht man halt mein Radar, meine Navikarte. Die kann ich auch ausblenden, wenn ich will. Gucken wir hinten, also jetzt da fährt noch ein Boot, das wird auch raus irgendwo hin. Hier gibt es halt eben auch andere Boote, die noch so fahren. Kleine und größere. Das hier ist der erste Hafen, wo das angefangen hat. Und hier zeige ich mal so ein bisschen was von der Karte. Und bis ich hier alles dann freigespielt habe, wird natürlich auch einige Stunden dauern, weil man kann nicht sofort jetzt hier, da und dorthin und so weiter. Man kann dann, also man könnte vorne hinfahren, nur hat das dauert einige Zeit und die haben wir im Moment nicht in diesem Video. Und ich kann hier mal so ein bisschen einblenden, ja, welche Fischart wo sozusagen lebt, wo man die am besten fangen kann. Und das sieht man halt dann so an der Farbe. Und das ist auch dann so gekennzeichnet mit bestimmten Farben, Rot, Gelb, Grün und Blau. Und ja, wenn man jetzt bestimmte Sachen hat, ne, zum Fische fangen und so, dann ist die Farbe Blau halt das Beste. Und Grün ist dann auch noch ganz gut, Gelb ist eher okay und ja, Rot ist dann halt Rot. Da ist nicht so viel los, ne. Hast du dann verkackt sozusagen. Aber das wird man alle später noch kennenlernen. Das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Eindruck hier. Noch kein richtiges Let's Play. Und ich kann hier so kleine Fahnen setzen. Das heißt, ich kann so eine Markierung machen und dann sehe ich halt auf mein... Achtung, Gegenverkehr oder so. Und dann sehe ich halt auf mein Navi oben halt dann die Fahne, wenn ich nachgedrückt dran bin. Und hier habe ich auch die Innenansicht. Das ist auch ein kleines Navi. Da kann ich dann halt auch gucken, wo ich die Fahne oder ob da guter Fang zu holen ist und so weiter. Ja, hier ist so eine Anzeige, die zeigt dann an, wie voll mein Lagerraum ist. Im Moment ist da noch 0. Hier ist mein Logbuch. Hier kann ich dann halt so gucken, was habe ich gerade für einen Auftrag oder was habe ich schon gemacht und so.
Das brauchen wir jetzt nicht alles durchlesen, weil, wie gesagt, die Zeit haben wir nicht. Das ist nur so eine kleine Vorstellung hier. Und ja, ich gehe mal so diese Seiten durch. Da sind halt Datum und dann steht so halt eben dran, was man halt schon geschafft hat und so. Und ja, mit der Zeit dann, wenn man eine bestimmte Art von Kilometer hinter sich hat und so, und auch das Geld, dann kann man sich natürlich nach und nach größere Boote und dann auch richtig riesen Pötte kaufen, ne? Also Schiffe hier. Und ja, man kann dann halt die Tiere, die man aus dem Wasser geholt hat, das hier ist jetzt mein erstes Boot, und da sieht man jetzt diese Anzeige, ich muss 20 Kilometer fahren, um dann ein weiteres Boot zu bekommen. Und das nächste ist, glaube ich, bei 100 Kilometer oder 150 Kilometer, dann eins bei 200, soviel ich weiß. Aber gut, das werden wir ja alles nach und nach sehen. Und jedes Boot hat ja auch mehr Lagerraum oder mehr Möglichkeiten, um jetzt ja die Fische, sage ich mal, länger frisch zu halten, ne? Also wenn ich jetzt so ein Tier aus dem Wasser geholt habe, dann habe ich nur eine bestimmte Zeit, um das zu verkaufen. Und ja, ansonsten wird das halt eben schlecht und ich kriege dann kein Geld dafür und kann die dann wegwerfen, den Fang. Und das wollen wir auch nicht unbedingt, ne? Wir wollen ja so gut wie es geht da Geld machen. Gucke mal, da ist die Markierung. Ich fahre jetzt einfach mal hin und ich würde sagen, wenn ich da angekommen bin, dann melde ich mich gleich wieder. Oben auf der Uhr, links, ganz oben, kannst du denn halt gleich mal, Achtung, ich mach mal was. Das ist mein Horn, also es tut es. Wie gesagt, hier kann ich noch Licht anmachen, zum Beispiel. Wenn du willst, geht das mal eben schon durch. Dann habe ich halt hinten, wenn ich da was jetzt ausnehmen will, kann ich da die Lichter anmachen oder halt eben oben das Licht auf mein kleines Dach da oben an und aus machen. Damit dann halt die anderen von vorne sehen können, aha, da kommt jemand. Oder ich kann dann auch hier aufs Dings leuchten, aufs Wasser. Wenn wir vielleicht mal mitten nach unterwegs sind. Wobei hier in Norwegen und so ist es eigentlich immer hell im Moment. Ja, ich kann das Horn tuten. Und gut, jetzt nach 8 Minuten schneide ich mal und melde mich gleich wieder, wenn ich da angekommen bin. Wo ich angekommen bin, dann komme ich oben links auf meine Uhr. Ich weiß nicht, ob du dich gut erkennen kannst. Und dann siehst du, wie lange ich dann ungefähr gebraucht habe. Bis gleich. So, ich bin hier an der Stelle angekommen. Und ich kann jetzt hier mein Netz auswerfen. Und das mache ich jetzt mal. Dann fahre ich los. Und zwar losfahren kann ich halt mit dem linken Stick, indem ich den halt nach vorne drücke, nach vorne bewege. So. Und jetzt geht es halt eben darum, wenn man das da abgesetzt hat, zu warten, bis die Netze da voll werden oder so, mehr oder weniger. Und dann, ja, muss man gucken, ob da was drin ist. Stunden später, und dann holt man das wieder hoch. Und ja, ich muss jetzt einige Stunden warten und deswegen, weil wir nicht die Zeit haben, ne, hier 8 Stunden zu warten oder so, muss ich das auch mal wieder schneiden und dann bin ich sofort wieder da. So, ich muss jetzt ganz schön lange warten und ja. Jetzt fahre ich erstmal zu der ersten Markierung dahin, um mal zu zeigen, wie es geht, was man packen kann oder auch nicht. Und das führe ich jetzt mal so ein bisschen vor hier. Ich habe hier natürlich diese rote Markierung und je nachdem, wie gut ich dran bin, kann man sehen, ändert sich halt die Farbe. Gelb heißt, nein, ich bin noch nicht so richtig dran an der Boje.
muss einen bestimmten Abstand halten und so, und das kennt man ja heutzutage. Und ja, wenn er grün ist, dann bin ich richtig popichtig. So, ganz oben links haben wir ja außer meinem Radar noch zum einen natürlich die Uhrzeit. Dann unter der Uhrzeit haben wir den Kalender. Der stimmt zwar nicht, ist kein echter, aber ne, ist egal. Und unter dem Kalender haben wir dann halt die Geldanzeige. Da kann man, guck mal hier, da kann man sehen, wie viel Geld ich dann verdiene. Hier habe ich jetzt den Pfeil, der mir eigentlich anzeigt, wo ich dahin müsste. Hier sieht man jetzt gelb und gelb heißt, nein, nein, geht nicht. Also muss ich noch mal ein bisschen korrigieren und so. Ja, man kann auch umschalten zwischen Kilometer und Seemeilen, Knoten und so weiter. Finde ich auch ganz gut. Ich habe mich hier jetzt mal für Kilometer entschieden, wie schnell man fährt und so. Dann kommt halt darunter natürlich die Benzin, die Spritanzeige. Die ist ja noch ganz voll. Und das Boot kann auch kaputt gehen, wenn man irgendwo gegenfährt und so. Kann also Schaden nehmen. Ja. Und in meinem Radar mittendrin ist halt diese Anzeige, ne? Wenn die nach oben geht, fahre ich vorwärts. Und wenn die halt ganz nach unten geht, in den roten Bereich, fahre ich rückwärts. Und in der Mitte habe ich einen stehen. Also wenn ich jetzt den linken Stick reindrücke, dann steht mein kleines Bötchen hier. Und ja, jetzt bin ich hier so im gelblichen Bereich. Und eigentlich so richtig stehen darf ich auch nicht, weil dann zählt das irgendwie nicht so ganz. Also muss ich ein wenig in Bewegung bleiben. Jetzt zeigt mein Pfeil halt in die Richtung, wo ich die Boje jetzt mal kurz ausgelassen habe. Denn hier habe ich ja noch eine. Und wenn ich jetzt halt auch nur ganz langsam, minimal, ich sag mal, nach vorne fahre und dann jetzt mich da an diese Stelle hinbegebe, wo ja das Ding zum Einholen ist, sieht man, hier ist jetzt grün, also ist es möglich, jetzt hier einzuholen, den Fang. Und da gucken wir doch mal, ja, was ich kriege. Den habe ich schon mal gefangen. Man sieht, da kommt jetzt immer so ein Kreis und je nachdem verfehlt. Welche Farbe der hat, muss ich halt dann drücken. Entweder drücke ich mal zu spät oder der war okay gedrückt. Also habe ich jetzt 2 gefangen von 3. Naja. Ausnehmen ist eigentlich auch ganz einfach. Dann bewege ich halt den linken Stick dahin, wo ich den reinstecken möchte. Also das Messer. Im Moment habe ich nur so ein Holzding, noch nicht so schön. Und dann ziehe ich halt mit dem linken Stick jetzt nach rechts rüber. Wenn es geht, einigermaßen gleichmäßig. Und je besser man das gemacht hat, umso mehr Sterne kriegt man. Guck mal, ich habe jetzt 4 ganze Sterne und einen halben. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Fang. Also gute Qualität, wie ich da sehe. So, den zweiten lasse ich mal. Ich ja, begebe mich jetzt mal wieder Richtung Hafen, um mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wie man da jetzt was verkaufen kann und so weiter. Also kurzer Schnitt. So, da ist dann wieder die Markierung und ich bin jetzt hier dem Hafen durchgekehrt und ja, hier noch mal ganz kurz gezeigt, wie kriegt man jetzt Geld, was kann man an Geld machen und so weiter. Das sehen wir jetzt hier. Und zwar, ich muss jetzt nicht unbedingt direkte anlegen, denn wenn ich jetzt hier halt drinne bin, zack, leuchtet auf, ob ich da anlegen möchte, und jetzt kann ich den Fang hier verkaufen, 2 Stück, und ich bekomme 526 Kronen dafür. So, hier wird automatisch dann festgemacht, dass ich nicht da wegschwimmen kann aus Versehen. Der Hafen heißt Hammerfest und ich habe hier im Hammerfest festgemacht. Ich bin jetzt
Junior. Und man kann immer aufsteigen dann. Und das Letzte, was man dann werden kann, ist Kapitän. Aber bis ich so weit bin, ja, das wird einige Zeit dauern. So, hier im Hafen gibt es einiges, was man machen kann. Hier ist eine Bar zum Beispiel. Hier kann ich Aufträge annehmen. Und ja, hier ist ein Kreuzfahrtschiff. Das braucht halt eben was zu futtern. Und da kann ich dann sagen, ja, möchte ich annehmen oder nicht. Und ist auch noch hier in dem Tutorial, das hat nochmal dann erklärt, wie man jetzt hier was für andere macht und so. Und je nachdem, was man für Aufträge hat, kriegt man natürlich immer verschieden Geld. Und wenn du dann halt ein paar Tausende oder vielleicht Millionen hast, ja Mann, kannst du dir nach und nach immer halt größere Schiffe kaufen, ne? Die ich vielleicht irgendwann dann, wenn es andere Schiffe gibt, vielleicht auch nochmal zeigen kann. Ich muss mal gucken. Ich will ja nicht jetzt immer hier losfahren, aufnehmen, sondern auch ein bisschen was erreichen. Und ja, dann sozusagen das Ergebnis vielleicht mal zeigen. Ich muss mal gucken. So. Ja, hier ist der Fischmarkt. Und da kann man dann halt gucken, was sind das gerade so für Preise und sowas gibt es halt gerade für den und den Fisch. Und der hat auch nur eine bestimmte Zeit geöffnet. Von früh morgens um, glaube 10 bis abends 18 Uhr. Hier kann ich halt ein paar Sachen kaufen, wenn ich will, je nachdem. Hier so ein anderes Messer gibt es unten. Das eine, was ich jetzt habe, ist aus Holz. Das zweite, was ich haben könnte, wäre aus Plastik. Kostet 15.000 Kronen. Ein aus Gummi oder Gummisportlich für 75.000. Halleluja. Und das Beste wäre dann ein Singer Fischmesser für 195 Kronen. Ich kann mir verschiedene Ferngläser kaufen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich dann vom Boot aus irgendwie in andere Wohnungen gucken oder so. Oder auf andere Boote, wenn da welche sich schlafen legen oder was auch immer. Ja, das war die erste Ausrüstung. Hier kann ich dann noch ein paar Haken mir kaufen, Köder dran machen. Und da kann ich jetzt gucken, welcher Köder ist gut geeignet oder halt eben, ne, welcher Fisch beißt denn bei welchem Köder am besten an. Und je nachdem, der eine beißt besser bei dem Köder an, der andere beißt besser bei dem Köder an und so. Und es geht ja auch nach Jahreszeit, also, ne, so im Winter habe ich halt mehr Möglichkeiten für bestimmte, also für andere Fischarten, als wie, keine Ahnung, für andere halt eben. Ha, gut erklärt, ja, so. Okidoki. Ich habe mir jetzt ja nochmal einen Köder gekauft, was auch nicht gerade so billig ist, aber okay, was soll's. Ich brauche ja welche, um dann wieder mehr Geld zu machen. So, ich werde mal sehen, ob ich diesen Auftrag irgendwann mal für das Kreuzfahrtschiff da machen kann. Mal gucken. Aber ich mache dann jetzt so langsam mal Schluss für heute. Und ja, vielleicht hat er ja dieser erste Eindruck gefallen, mehr oder weniger. Ich habe jetzt einfach mal aus Gründen die Spielmusik weggelassen, da ich nicht weiß jetzt, ob das Originalmusik ist oder nicht. Und ja. Das Spiel kostet im Moment noch 15 Euro im PS4 Store und wenn du das noch haben möchtest, ich glaube bis zum 3. Februar 2022 gibt es jetzt noch für 15 Euro, ansonsten kostet es glaube ich das Doppelte wieder. Gut, dann macht ihr noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal, ne? Mach's gut, bye bye.